So, ich bin gespannt, ob ich die Aufnahme gleich wieder bereuen werde. Ich wollte eigentlich gerade ausschalten und dann sehe ich so, OBS ist noch offen und ich sehe so, SNES 9X ist noch offen. Und dann dachte ich mir so, nimmst halt noch eine halbe Stunde auf. Mal gucken, mal gucken. Ja, sind halt so Spontanaufnahmen, ne? Young Boy von Platz 100 ist unser nächstes Level. Quatsch. Ist unser nächster Levelersteller, von dem wir uns das Level Lime Green Lane angucken. Also 100. Platz ist natürlich dann nicht ganz so, aber mal gucken, woran es Jelesche hat. Woran hat es Jelesche? Das ist immer die Frage, woran hat es Jelesche? So. Vielleicht ja mal ohne Zeitlimit. Also nicht ohne Zeitlimit, aber ohne Zeitdruck. Weil das Limit ist bei 500. Das wäre doch schon mal was. No. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich ein Level erstellen würde und das Zeitlimit aussuchen dürfte, ich würde einfach immer die 999 nehmen, weil dann gibt es halt einfach keinen Stress. Also ich sehe Zeitlimit nicht, wirklich überhaupt nicht, in keinster Weise. Und ich merke schon so, dass die Diskussion über Zeitlimit ist das neue Save States nicht oder ja. Weil ich das in jedem Part anspreche. Aber ja, lasst mich das kurz ausführen. Zeitlimit sehe ich halt überhaupt nicht mehr als einen vertretbaren Weg irgendwie. Okay, das war. Ja, das Zeitlimit wird definitiv reichen. Als vertretbar, um irgendwie Schwierigkeit zu schaffen oder sonst was. Also, das ist dann sinnvoll, wenn es wirklich legitim ist, im Sinne von, keine Ahnung, du hast irgend so einen Flucht, eine Flucht oder sowas, wo du sagen kannst, okay, da kommt es zur Explosion, wenn man es nicht innerhalb von der und der Zeit schafft. Und dann muss das Level-Design aber auch so gestaltet sein, dass es zum Zeitlimit passt. Dass du dann nicht ewig viel Erkundung oder sowas hast und versteckte Yoshi-Coins noch und alles Mögliche, sondern dann geht es nur um die Flucht. Dann ist das alles in Ordnung. So. Aber ich habe das Gefühl, es kommt gleich das Ziel, by the way. Hey man, you look pretty thirsty. How about a delicious Shamrock Shake from McDonald's? No? Okay. Was ist Shamrock? Das war das Level. Da wissen wir auch, warum es Platz 100 geworden ist. Und dann wird. Ich weiß, ich nerv damit vielleicht. Vielleicht nerv ich damit. Aber das hier ist 100. So, das war halt wirklich, da war fast nichts los. Und dann wird sowas Schönes wie das Level von Twakes einfach Platz 88, weil es überdekoriert. Und weil die Stacheln versteckt sind. Also, ihr merkt es, ich komme auf diese Begründung nicht klar. Und es bleibt auch dabei. Aber ist in Ordnung. So, Sunset Land hat mal als nächstes. Ach, 96. Platz. Ich meine, ich verstehe die Kritik, aber dass es dann halt zu so einer niedrigen Platzierung geführt hat, das verstehe ich nicht. Das ist verglichen mit den anderen Leveln, es ist so viel schöner und besser und mehr Mühe und. Ach. Nee. Sehe das nicht. So. Das hier ist auch jetzt schon deutlich schöner als das, was wir gerade gespielt haben. Da geht's rauf und runter, so das hat viel mehr. Ja, also das spürt man richtig, dass es ein Level ist. Das gerade war ja wirklich nur, okay, du läufst halt entlang und dann mal kommt eine Brücke und dann war es das. So, ich meine, das ist jetzt auch nicht spektakulär, aber es ist deutlich besser als das von gerade eben. Ist auch, glaube ich, 96. geworden. Also gar nicht mal so viel besser. Gar nicht mal so viel besser. Das ist viel mehr dekoriert und alles. Wurde ein bisschen an der Palette gearbeitet. Ich verstehe jetzt aber wieder nicht, warum es dann nur so einen niedrigen. Naja, egal. Also egal ist es nicht, aber es bringt halt nichts, darüber zu philosophieren. Ihr wisst ja, ihr könnt, wenn ihr die Begründungen, wenn euch die interessieren, könnt ihr die jederzeit nachlesen. Könnt ihr die jederzeit nachlesen. In der Beschreibung sind alle Links zu finden, die zu den Bewertungen führen, plus Begründung. So.
Zumindest wenn ich daran denke, das in jede Beschreibung reinzupacken. Aber das müsste eigentlich durch das neue Feature, was heißt neu, das gibt es jetzt auch schon seit mehreren Monaten oder vielleicht schon seit fast einem Jahr. Man kann jetzt nämlich auf YouTube, wenn man, also jetzt sage ich, das kann man schon ewig, ne? Aber ich glaube, ich habe da noch nie drüber gesprochen oder vielleicht schon, ist ja auch egal. Man kann jetzt Level Entry halt. Ich weiß nicht, ob der Name gewollt war, Get the Fish. Ich bin da etwas skeptisch, dass der Name so, wie er ist, gewollt war. Aber okay, Level Entry. Ich glaube nicht, dass der sein Level Level Entry nennen wollte. Aber vielleicht war es der Einzige, der es als Level Entry eingesendet hat. Level Entry. Okay. Ja. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Worüber habe ich gerade noch gesprochen? YouTube. Und zwar, dass man jetzt von Videos, die man hochgeladen hat, kann man, was sehr angenehm ist, gewisse Elemente, wie zum Beispiel Titel, wie zum Beispiel Beschreibung, in welcher Playlist es ist und so weiter, kann man einfach übernehmen. Das heißt, ich kann jedes Mal beim Hochladen hergehen und sagen, okay, das hier ist ein VLDC 11 Level Video. Deswegen, boah, Hilfe. Deswegen möchte ich, dass dieses Video genau die gleichen Tags, genau die gleiche Beschreibung, genau den gleichen Titel und so weiter, wie das andere Video hat. Das heißt, ich sage sozusagen, es wird alles übernommen. Und alles, was ich dann noch ändern muss, ist halt den Titel. Na? Aber der Aufbau vom Titel ist dann auch schon fertig. Das heißt, ich muss... Früher habe ich ja mit 10 Clips gearbeitet. Wo man dann für Beschreibung und so weiter hatte ich alles in der Zwischenablage dadurch... Oh, ich dachte, ich bin tot. Hatte ich alles in der Zwischenablage drin. Und musste es dann halt einfügen. So, dann hatte ich halt eine Einfügung für... Oh mein Gott! Dann hatte ich halt eine Einfügung für Beschreibung, ich hatte einmal einfügen für Titel, ich hatte einmal einfügen für Text und so weiter. Ich musste aber trotzdem alles manuell nochmal einfügen. Und jetzt kann man halt einfach übernehmen. Das ist eine der besten Änderungen, die YouTube jemals gemacht hat. Ist jetzt schon eine Weile her, dass es das gibt, aber ich finde es großartig. Das ist super komfortabel. Eben weil du einfach sagen kannst, okay, das ist genau der gleiche Videostil wie dieses und dieses Video, so das gehört zu der Reihe VLDC 11 und dann kannst du das komplett übernehmen. Na, und dann habe ich automatisch die Beschreibung eben drinne. Wenn ich einmal die Beschreibung drin habe mit, das sind die ganzen Links, dann wird das immer wieder übernommen und ich muss es nicht mal mehr einfügen. Ich muss nur sagen, wir haben kein einziges Yoshi-Coin gefunden. Wait, what? Wo gab es denn hier Yoshi-Coins? Wait, hier gab es eine. Ja, und dann? Hey, Moment, ich habe jetzt drei und die ist jetzt die vierte, aber die ist doch die dritte von vorhin. Ich bin confused. Ich bin gerade komplett confused. Das heißt doch aber, die Yoshi-Coin, die ich jetzt gleich einsammeln werde, die es jetzt zwar schon gespeichert hat da oben, zählt jetzt aber dann als fünfte Yoshi-Coin, obwohl es gar nicht die fünfte Yoshi-Coin ist. Was mich ein bisschen zu der Sorge bringt. Dass doch dann... Ups. Ups. Dass doch dann alle anderen Yoshi-Coins... gar nicht mehr angezeigt werden, selbst wenn sie irgendwo gewesen wäre. Ah, die wird nicht mehr angezeigt. Okay. Wait, habe ich dann die erste vorher nicht gesammelt? Bin ich so eine Nuss, dass ich die erste einfach nicht gesammelt habe? Aber wo ist hier denn jetzt noch eine Yoshi-Coin? Also wo ist denn jetzt die fünfte? Weil das scrollt doch. Ich sehe doch den kompletten Bildschirm. Ich habe doch hier keine einzige Yoshi-Coin verpasst. Oh, hä? Hä, war die vorhin... Hä, ich war doch
Bei dem Ding vorhin, da war keine Yoshi-Coin. Zeigt es manche Yoshi-Coins jetzt erst beim zweiten Durchgang an? Sind die irgendwie weggeglitscht oder so? Ich meine, das war jetzt, war das die fünfte. Das ist in Ordnung. War da vorhin dann wahrscheinlich... War die, die ich gerade jetzt vorne gesammelt habe, war das gar nicht die erste, die ich vorhin mitgenommen habe? Waren die einfach nicht da? Das ist ja weird. Na gut, aber jetzt haben wir alle, dann kann ich auch jetzt raus. Okay, vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür. Ich habe keine. A Generic SMB 1.1 Remake von Daiso Defon ist 47. geworden. Okay, keine Yoshi-Coins, aber ein Mond. Und es wird garantiert kein einfacher Remake sein. Das ist sicherlich wie beim Mario Maker, so du denkst, okay, es ist ein normaler Remake und plötzlich stürzt du einfach in den Abgrund. Und alles ist anders. Ja, nee, nee, hast du garantiert nicht gemacht. Ja, genau. Es war so klar. Es war so klar. Vor allem, es war halt selbst klar, dass man in den Abgrund fällt. Also, weil das ist einfach so eine typische Vorgehensweise. Mario Maker lässt grüßen. Es ist ja fast jetzt schon generisch, diese Art von Remake zu machen. Das ist ja jetzt fast schon generisch. Also, man will so voll innovativ sein, aber macht etwas, was halt eigentlich auch schon nicht mehr innovativ ist. Oh, ein 1-1 Remake, das doch kein 1-1 Remake ist. Nein, wer hätte damit nur gerechnet? Ich will kurz was gucken. Okay. Wir wollen uns aber eh umbringen wegen der Zeit. So. Man verzeih mir meinen sarkastischen Un... Ich dachte gerade schon, wo starte ich denn jetzt? Aber alles gut. Man verzeih mir meinen sarkastischen Unterton. Oha! Der war aber gut platziert. Oh, shit! Ah, ne, okay. Nein, jetzt dreht er schon wieder um. Okay, das müssen wir anders angehen. Das sieht ja wild aus da oben. Ja, aber dadurch, dass man da oben gerade runterfällt, kann man das gar nicht schlechter machen. So, tschüss. Dies, genau, da war was. Da war eine Münze. Damit habe ich nicht gerechnet. Hui. Also, gibt es noch Leute, die sich bei so einem Level jetzt denken... Das Level ist gut, ne? Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber gibt es noch Leute, die sich bei so einem Level denken, oha, voll krass, wir dachten wirklich, da kommt jetzt 1-1 und dann kam gar nicht 1-1. So ein Schlingel. Oh, ich hab's befürchtet, dass man da reinfallen kann. Ich hab's befürchtet. Ja. Oh lol, das ist gedacht. Ich wollte das sagen, das ist nicht gut, aber das ist gedacht. Weil was steht da? Hashtag DJFY. Okay, keine Ahnung. Das war so gedacht, dass man da drüber konnte. Oh, okay, okay, okay. I see, I see. Dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut. Hoppala. Ja, gut, wir drehen um. Neuer Versuch. Hui, warum dreht sich der Mancher an der... Okay, warum drehen sich die Mancher? Das, oh Gott! Okay, jetzt muss ich die... Ah!
Okay, der Abschnitt ist tatsächlich ganz cool gemacht, muss ich sagen. Der Abschnitt ist gerade echt cool gemacht, ja, doch. Das ist... Oh mein Gott. Das ist ganz nett. Oh Gott, nein, ich bin tot. Den Tod fühle ich nicht so. Okay. Jetzt kann ich hier wieder oben raus. Und jetzt sind wir wieder am Schluss von 1-1. Okay, okay, okay. I see. Ja, ist in Ordnung. Wow. Ja, doch. Also, war ganz nett. War schon ganz cool. Aber halt, ich sag mal, es hätte jetzt kein... Es hätte jetzt nicht als 1-1 Remake verpackt werden müssen. So, ups, wollte ich nicht hin. Die Idee ist voll in Ordnung. Gar keine Frage. Ich will da nicht hoch. Die Idee ist voll in Ordnung. Gar keine Frage. Aber ich habe jetzt halt nicht so die Überraschung gefühlt. You've been dispatched due to a severe clog deep in the sewers. Na. Na, geh halt ans zweite ran. And of course the place is teeming with Bowser's cronies. His schemes seem to get pitier day by day. Okay. Erstmal Yoshi-Coin holen. So. Dann gucken wir mal, was uns jetzt da drin erwartet. Irgendwelche, ja. Wenn man schon hört, Kanalisation. Wenn ich was weniger mag als Unterwasser-Level, sind es Kanalisationslevel, weil die zusätzlich immer noch so eng sind. Aber vielleicht mag ich ja dieses Kanalisationslevel so. Ich will ja gar nicht vorurteilig hier rumhantieren. Aber ich... Das hat halt jetzt schon wieder so Vibes, die ich nicht mag. So dieses... Ich glaube, es gab noch nie ein Kanalisationslevel, was ich irgendwie gemocht habe. Das ist... Es ist einfach so eine Mischung aus engen Leveln, die langweilig sind, und Wasserleveln, die langweilig sind. So, das ist eine Mischung aus allem, was schlecht ist. Das klingt voll gemein. Aber ich bin einfach kein Fan von Kanalisationsleveln. Ah, super. Ich will die Shell wieder haben. Ich will schneller schwimmen. Gib mir die Shell zurück. Danke. Ich schwimme schon langsam genug. Genau, ich mir halt eine neue Shell. Ist in Ordnung. Außerdem ist es eine gute Waffe gegen die Fische. Ja, jetzt ist sie weg. Jetzt ist es so oder so weg. Ist egal. Man bekommt ja oft genug Shells zurück. Guck mal, schon wieder eine Shell. Na, so viel dazu. Ach! Oh, unten ist der Midway. Alles klar, gehen wir zum Midway. Also, es ist kein schlechtes Kanalisationslevel. Na, versteht mich nicht falsch. Ich bin einfach nur kein Fan davon. Ja, hier gibt's safe den Mond. Okay, in die Richtung. Okay, kein Mond. Schade. War ihm dann noch nicht secret-technisch genug? Na gut. Oh, und jetzt sind wir komplett unter Wasser. Okay. Zum Glück haben wir die Blue... Okay, wie komme ich daran? Irgendwie müssen wir das Wasser wegbekommen. Jetzt ist das hier aber alles Vanille. Also könnte ich mir nur vorstellen, dass es eine Röhre gibt und man dann halt sagt, okay, jetzt ist das Wasser weg. Und dann muss man hier zurücklaufen, den Weg. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil durch irgendeinen Effekt das Wasser wegmachen, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Hier muss ich auch dann groß sein, gleich noch. Okay. Also das laufen wir gleich alles zurück. Oh, man macht es so. Das hat gut funktioniert. Man macht es so. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich aber... Scheiße. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich da nicht mehr rankomme. Ich muss... Ja, okay. Ihr wisst, dass ich die letzte Yoshi-Coin bekommen hätte, wenn ich groß geblieben wäre. Ich habe jetzt keine Muße, da nochmal zurückzurennen. Wait, aber ich schaffe das Level ja nicht. Ah, okay, ich habe doch Muße, zurückzurennen. Okay, aber was passiert jetzt? Genau. Was passiert jetzt, wenn man getroffen wird? Dann ist vorbei.
Dann ist man ja praktisch. Ich komme da nicht hoch. Okay, doch. Ja, aber wenn man jetzt, ne, wenn man jetzt getroffen wird, dann ist vorbei. Dann schafft man es ja doch nicht mehr, weil der Pilz kommt nicht wieder. Man kann nicht mal zurück. Also, wenn ich diesen Pilz versaue, ich meine, ich bin selber schuld, wenn ich von hier aus zurücklaufe, ne? Keine Frage. Aber ich könnte mich softlocken. Ja, okay. Aber, also, Kanalisationslevel sind halt nicht so meins, aber an sich war das Level schon okay. Ist ja auch 27. geworden. Also den anderen hat es offenbar sehr gut gefallen. Naja. Okay. Zack. Und wir sind einen weiteren Weg. Wir haben einen weiteren Weg. Wir haben jetzt die ganze Oberwelt abgeschlossen, ne? Also zumindest das, wo wir von hier aus hin können. Jetzt können wir nur noch durch die rote Röhre gehen. Ja. Ja. Jetzt gibt es mehrere Submaps. Und halt hier noch die Maps, die aber auch auf der Oberwelt stattfinden. Okay. Und dann halt noch diese ganzen Dinger hier, ne? Das ist klar. So. Dann starten wir doch einfach bei der Beach World. Der Speedy J ist 92. geworden mit dem Level Sunny Shoreline. Okay. Okay. Okay, Nummer 2. Ja, ist ein relativ gewöhnliches Strandlevel. Oh. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich denke, wir werden hier keine Zeitlimit-Probleme bekommen. Das würde mich doch sehr wundern. So. Ja, da ist schon die vierte Yoshi-Coin. Ja, ja, moin. Und dann kommt jetzt auch schon das Ziel. Ja, okay. Also, da hat jetzt jemand nicht sonderlich viel Lust gehabt. Das, was da war, war okay, aber es war halt nicht viel da. Insofern kann ich die Platzierung schon verstehen. Aber... aber ich könnte es schon wieder mit dem Twakes-Level vergleichen. Das war richtig lang, richtig viel Abwechslung, mit Bonus und allem drum und dran. Ach, komm. Flying Fishford. Von Fostliff ist 80. geworden. So, die meisten Platzierungen kann man gut zusammenpacken, ne? Aber es ist irgendwie halt echt das Level von Twakes, was da so brutal raussticht. Naja. Ich glaube, das werde ich im letzten Part auch noch erzählen. da wird mich dann auch sehr interessieren, wenn wir dann mit Dings mal aufnehmen, hier mit Stevie, der ja hier sehr stark dafür gesorgt hat, dass dieser Hack überhaupt entstehen konnte. Was nach wie vor absolut großartig ist. Also in dieser Collab-Version, ne? Mit den einzelnen Leveln hat er natürlich nichts zu tun. Außer mit seinem blauen Schalter. Den ich scheinbar doch nicht gespielt habe. Also, aber irgendwie kam mir das, der Stil bekannt vor. Da muss ich ihn dann mal fragen, ob der eine Scheiße. Ja, das war es jetzt an der Stelle mit meinem Pilz auch gleich wieder. Aber wir leben noch. Alles gut.
Ich finde es interessant, dass man hier Fische ins Schloss gepackt hat. So. Kann man machen. Oh, jetzt kommt jetzt ein normaler Bosskampf. Ja, moin. Es wird schon peinlich, hier zu sterben. Aber passiert nicht alles gut. So. Ja, okay. Ein relativ normales Schlosslevel. Aber auch das, das war jetzt besser als das von Twigs. Nee. Einfach nee. Kit ist 68. geworden mit irgendwas Soda Seed. Seed? Irgend sowas. Ich mag die Palette. Es ist eine recht schöne Unterwasserpalette, muss ich sagen. So. So. Kann ich das anmachen? Ja. Hat mir aber jetzt nicht so viel gebracht. Gib mir eine Blume. Schade. Gib mir eine Blume. Nice. Die wollen wir jetzt nicht gleich wieder verlieren, nach Möglichkeit. Dafür müssen wir uns etwas langsamer bewegen. Und jetzt hier schnell wieder hoch. Achso, der kommt gar nicht da oben runter. Muss ich den mitnehmen, ist jetzt die goldene Frage. Ja. Nee, hätte ich gar nicht gemusst. Abgelogen. Juhu! Okay, können wir in die Röhre, ist die nächste Frage. Nein, die ist dann Deko, okay. Können wir in die Röhre? Nein, die ist auch Deko. Ah, Blume und Unterwasser ist immer eine super Kombination. Können wir in die? Nee, Quatsch, geht gar nicht. Da ist die dritte Yoshi-Coin. Ich wollte schon sagen, langsam ist mal wieder Zeit für eine Yoshi-Coin. Und da ist sie auch schon. Den Pilz braucht man nicht. Wir haben immer noch die Blume. Da ist die vierte Yoshi-Coin. Schnell. Ja! Okay, das war knapp. Aber alles gut. Da ist na, wie heißen die Dinger? Schlüssel. Wofür ist der denn da? Wir haben doch gar keine Secret Exits. Hab schon gelesen, Secret Exits waren gar nicht... Ach so, das ist der Normal Exit jetzt in dem Fall. Okay, I see. Ist in Ordnung. Gut. Dann haben wir hier auch schon alles. Wieso geht das jetzt nicht? Hallo? Ach, das ist gar kein Level. Das ist die Röhre, die zurückführt... Ach, die führt darüber. Ach so, und hier komme ich einfach nur zum... Oh mein Gott! Yo, wie cool ist das denn? Kann ich da auch anlegen an dem Ding? Oh mein Gott. Okay, das ist... Lol, das ist voll cool. Ich finde es so genial, was man mit Overworld-Sachen mittlerweile alles machen kann. Oh mein Gott, ist das cool. Okay. Deep Deluke, Vinylheart, 67. geworden. Oh, Terranigma. Oh, wenn ich das höre, möchte ich direkt wieder Terranigma Let's Playen. Ey. Ich meine, ich hab's ja schon Let's Played. Ich werde es nicht nochmal Let's Playen. Aber. Sobald ich Terranigma-Musik höre, habe ich einfach den übertriebenen Drang, dieses Spiel zu spielen, weil es so gut ist. Wenn ihr... Und auch dann... Das ist so der Moment, wo ich immer dasselbe sage. Wo ich immer dasselbe sage. Wenn ihr noch nie Terranigma gespielt habt oder gesehen habt, entweder spielt ihr es selber, ist Nintendo, also ein Super Nintendo-Spiel. Ja, kann man... Ich wollte... Ja, geht wahrscheinlich nur über Emulator, ne? Wenn man jetzt nicht selber Nintendo hat, dann geht es wahrscheinlich nur über Emulator.
Weil es kam jetzt... Oh, noch mehr Terranigma-Musik. Weil es kam jetzt... nicht in irgendeiner von den Collections vor, ne? Die haben ja ganz viele so Sachen, ganz viele Nintendo-Spiele haben sie ja... ja, geportet für Switch und so Kram. Für ihre Virtual Console. Aber ich glaube, Terranigma war da nie dabei. Schätze, weil das über Square Enix und so alles rechtemäßig nicht so läuft, ne? Also ich kann nur Terranigma jedem... prima. Ausnahmslos jedem empfehlen. Und wenn ihr es nicht selber spielen könnt, dann guckt euch zumindest ein Let's Play an. Muss nicht von mir sein. Muss nicht von mir sein. Aber ich hätte es halt auch gespielt. Ist schon lange her. Ist schon viele Jahre her. Aber das Spiel ändert sich dadurch ja nicht. Und ich bin mit meinem Let's Play eigentlich schon ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich 100% gespielt habe. Ob ich wirklich alles gemacht habe. Weil man kann da sehr viele Nebenquests machen und so Kram. Aber ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Aber Terranigma ist... Do you have key? Nee, noch nicht. Aber Terranigma ist so, dass es... einfach nur Leidenschaft. Dieses Spiel ist einfach nur Leidenschaft. Scheiße. Leidenschaft. Jetzt ist der da runtergefallen. Now I have key. So. Oh, es ist so gut. Und gerade wenn man es noch nicht kennt, ich würde sonst was dafür geben. Ich würde sonst was dafür geben, Terranigma nochmal blind erleben zu dürfen. Das erste Mal dieses Spiel zu erleben, das ist so gut. Und diese ganzen, die ganze Geschichte, die Musik zum ersten Mal zu hören, es ist so gut. Ich würde echt... Gibt es eigentlich... Das würde mich... Okay, das würde mich jetzt interessieren. Das machen wir jetzt hier zum Fragethema des Videos. Schreibt doch mal in die Kommentare, was es bei euch gibt, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne nochmal neu erleben. Also da würdet ihr gerne euer Gedächtnis löschen können, um es nochmal neu zu erleben. So zum Beispiel irgendeine Serie schauen oder irgend sowas. Ja? Also, keine Ahnung, was weiß ich, Game of Thrones nochmal neu erleben. Oder dass man schauen kann, ohne dass man weiß, was passiert. Oder, was weiß ich, Fluch der Karibik-Filme. Keine Ahnung. Gibt's da was, wo ihr sagt, das ist so euer Ding, das würdet ihr unbedingt nochmal neu erleben wollen? Oder Zelda-Spiele zum Beispiel auch. Irgendwie sowas. Das würde mich mal echt interessieren. Weil so Terranigma zum Beispiel wäre es bei mir ganz viele Animes auch. Death Note nochmal neu erleben. Oh, wäre das gut. Fairy Tale auch. Die ersten Momente immer, wenn man nicht weiß, was passiert. Und dann kommen so diese Stellen, die man halt ein Leben lang einfach behält. So, es gibt bei Fairy Tale so viele Szenen, über die ich jetzt nicht reden werde, weil vielleicht hat es nicht jeder gesehen. Aber es gibt bei Fairy Tale so viele Szenen, die werde ich einfach ein Leben lang, werde ich mir die einfach merken, weil die so episch inszeniert waren und alles. Das wird einfach in meinem Kopf bleiben. Und die kann man auch nie wieder so erleben wie beim allerersten Mal. Deswegen hasse ich ja so übertrieben Spoiler. Weil die genau dieses Erlebnis einem nehmen. Genau dieses Erlebnis, etwas zum ersten Mal zu erleben. Das wird ja einem durch... Oh, ich habe den Mond nicht gefunden. Scheiße. Genau diese... Ich weiß, wo der Mond ist. Ich weiß, wo der Mond ist. Ich habe zumindest eine Vermutung. Dieses Erlebnis wird einem ja genommen durch Spoiler. Deswegen hasse ich Spoiler abgrundtief. Und Leute, die bewusst spoilern. Wenn man versehentlich spoilert, alles gut.
So, aber wenn man bewusst spoilert und weiß, dass man hätte vorsichtig sein sollen und war es einfach nicht, nee. Das hasse ich so richtig. Weil man damit einem halt so wirklich dieses Erlebnis einfach nehmen kann. Das Erlebnis, was man sowieso nur ein einziges Mal haben kann. Danach hat man es nie wieder. Okay, ich hätte schwören können, man kann zurück. Schade. Dann ist der Mond hier schon mal nicht. Dann ist der Mond hier schon mal nicht. Dann muss ich mich nochmal genauer umschauen. Wo könnte ich einen Mond verstecken? Ups. Ach Mann. Ungeduldskonnen. Wäre es denkbar... Oh lol. Dass das Drücken des P-Switches irgendwo noch eine Tür aus... Nee. Irgendwo noch eine Tür auslöst, durch die man zu einem Mond kommt. Nee, da war auch nichts. Okay. Kann man in die Röhre von der Pflanze rein? Kann sich der Geist mal verziehen? Nein. Oh mein Gott! Von unten vielleicht? Nein, okay. Dann ist das auch nicht der Mondweg. Und das gleiche gilt aber, was ich gerade gesagt habe, auch für Terranigma. So, auch da gibt es Szenen, wenn man die gespoilert bekommt, dann ist es einfach, das ist richtig scheiße. Weil dann ist die Überraschung halt weg. Dauert mal nur eine Yoshi-Coin vorher, naja. Man, gibt auch Leute, die stört es nicht, wenn sie gespoilert werden. Die finden dann es dann erst recht gut. Das ist ja auch alles in Ordnung. Wenn man Menschen spoilert, denen es nichts ausmacht, ist ja alles in Ordnung. So. Ich glaube, ich habe auch schon Millionen Mal über Spoiler gesprochen. Ne? So, das ist. Aber ja, das ändert sich halt nicht. Das sind so Themen, über die könnte ich immer wieder reden. Ja, aber so langsam haben wir jetzt hier auch alles wieder durch. Schwierig. Oh, kann ich hier etwa... Nee, da ist nix. LOL! Okay, ich weiß nicht, ob das so soll. Nee, es soll nicht, okay. Okay. Nee. Ist in Ordnung. Hier sind nur Stacheln. Hier war ein Pilz. In die Röhre konnte ich nicht rein, ne? Mann! Nee. Und die auch nicht. Hier zwischen war eine Yoshi-Coin. Wo soll denn dieser Mond sein? Von unten in die Röhre? Nee, auch nicht. Hier rüber war auch nichts anderes, ne? Nee. Moment, vorsichtig. Erstmal hier nach links rüber. Da haben wir auch schon, glaube ich, geguckt vorhin. Ja, nee, hier ist auch nichts. Nochmal ein Pilz, dass ich ein bisschen besser unterwegs bin.
Ja, lass mich doch den Mond suchen. Hier ist auch nichts. Also die Münzen hier verstehe ich nicht so ganz, als ob die... Ah, die zeigen wahrscheinlich den Weg von den Dingern an. Kann ich in die Röhre rein vielleicht? Nein, auch nicht. Da ist der Schlüssel. Aber wo ist der Mond? Da ist der Mond! Wie komme ich denn da hin? Von unten? Irgendwie von unten? Ach, ich kann durch dieses Ding durch. Okay, dann mache ich das mit einem blauen Block auf und hole mir den Mond. Ja, und jetzt ist die Zeit wieder vorbei. Ach, es ist doch... Ich habe so damit gerechnet... Ah, aber ich nehme die Shell. Ist in Ordnung, ich nehme die Shell. Ah, jetzt ist die Zeit wieder... Oh, meine Nerven. Lass mich in Ruhe. Gut. Ich habe ihn. Alles gut. Es reicht, wenn er angezeigt wird. Okay. Ja, aber dieses Zeitlimit... Also, ich... Ja. Ne? Gut, aber schließen wir den Part ab. Ich habe mal wieder ein bisschen über Serien und über Terranik mal gesprochen. Mein Lieblingsthema. Nee, ist echt ein schönes Spiel. Ist echt ein wunderschönes Spiel. Glaubt mir, auch wenn es alt ist, es ist ein Erlebnis. Ob es als Let's Play schon ein Erlebnis ist, weiß ich nicht. Aber es selber spielen, absolut großartig. Ist auch sehr lange, also da sitzt man wirklich lange dran, vor allem wenn man es halt nicht kennt, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat und so weiter. Und dann ist das Erleben erst noch viel, viel geiler. Es ist wirklich ein großartiges Spiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.